Danke erstmal, dass ihr so lange durchgehalten habt, heute hier zu sein, immer noch ja, Informationen aufnehmen wollt. Ja, genau das Beste. Ich befürchte, ich bin heute mal nicht der Überbringer von guten Nachrichten. Also, mein Talk heißt, ja, wie ich durch Support und Übersetzung ein besserer oder überhaupt ein Entwickler geworden bin. Und eigentlich sollte das geplant, als ich das irgendwann die Idee dazu hatte und das eingereicht habe, sollte das ein Talk werden, wo ich ganz viele Leute motiviere und mitreiße und sage, wie toll das ist, wie viel man lernen kann und wie ich quasi zu dem geworden bin, was ich jetzt bin und warum ja, Support und Übersetzung, warum das alles so ein wichtiger Part dieses Weges war. Und in den letzten Wochen sind aber so viele Dinge passiert, die mich haben zweifeln lassen, ob ich hier vorne stehen kann und sagen kann, ja, mach das, das ist eine super Sache, das ist ganz toll, weil ich das selber überhaupt gar nicht mehr fühle und denke, ja, was ich vor allem euch sagen würde, ist, was es für Frustrationen gibt und was es für Probleme gibt. Und deshalb war das so ein bisschen auf der Kippe, ob ich hier überhaupt diesen Talk dann halten möchte, also für mich. Und es haben sich aber auch viele Dinge wieder geklärt. Es hatte auch vieles damit zu tun, dass ich persönlich irgendwie Stress hatte. Und jetzt halte ich diesen Talk, aber ich werde immer wieder darauf querverweisen und sagen eben, was es auch für Nachteile oder für Herausforderungen, um es positiver zu formulieren, mit sich bringt, in der Community zu arbeiten, zu helfen und ja, was das für ein Drahtseilakt manchmal ist. Ich stelle mich mal erstmal vor, ich bin Thorsten. Und da fängt das erste Problem schon an. Also ich bin WordPress Webworker, ich bin Admin und Moderator im Supportforum. Ich bin Teil des Redaktionsteams bei WordPress.org, de-wordpress.org. Ich bin Mitglied im Plugin-Kollektiv. Das ist die Gruppe von Entwicklern, die sich die Plugins von Sergey Müller angenommen hat, als er sich aus der WordPress-Community verabschiedet hat. Und wir betreuen diese Plugins weiter. Dann bin ich Translation Contributor, also ich übersetze WordPress-Plugins, Themes, die zum Core gehören, also die iOS-App, die Android-App, Foren im Sinne von das Forum-Verzeichnis, also das Forum selbst natürlich auch, aber das Plugin-Verzeichnis, das Theme-Verzeichnis ist ja auch inzwischen übersetzt. Diese ganzen Projekte, die also zum offiziellen Projekt WordPress gehören, die übersetze ich und ich schalte auch die Strings von anderen Übersetzern, die Übersetzungen vorschlagen, schalte ich frei und korrigiere sie gegebenenfalls. Ich habe letztes Jahr das WordCamp mitorganisiert und ich organisiere seit über 3 Jahren das WordPress Meetup in Hamburg. Und da sehen wir schon eines der ersten Probleme, ich mache viel zu viel. Aber dafür... Vielen Dank, aber das ist nicht quasi... Ich will euch nicht sagen, das ist das, was erstrebenswert ist, im Gegenteil. Wozu eigentlich kostenlos helfen? Also vor allem kostenlos der Community helfen, also übersetzen, im Forum Fragen beantworten. Und das ist eine verdammt gute Frage. Ja, warum mache ich das eigentlich? Und die hat ja dazu geschrieben, ist ein sehr persönlicher Talk. Ich mache das seit 2006. Seit 2005, 2006 habe ich WordPress kennengelernt und seit dem Jahr helfe ich auch. Und erst über WordPress.com und in den Folgejahren habe ich mich mit immer mehr Wissen und immer mehr Einblick, immer mehr Gebieten erschlossen. Und die Dinge sind mir zugeflogen, ohne dass ich sie selber zum Teil massiv forciert hätte. Ich war einfach zur richtigen Zeit oder, wenn man will, zur falschen Zeit an gewissen Orten und wurde gefragt, sag mal, das verwahrlost dieses Forum auf WordPress.org, will das jemand von euch übernehmen? Und dann meldet sich niemand und sagt, ja gut, dann ich. Dann mach mich mal zum Moderator. Und plötzlich ist man da so ein Moderator und startet das, holt sich Leute dazu und dann kommen andere auf einen zu und fragen einen und das ist am Anfang noch nett und man denkt, ja super, ich bin wichtig, ich habe eine zentrale Position hier an dieser Stelle und irgendwann merkt man aber auch, dass Leute kommen, die sagen, ja, warum machst du das denn so und warum nicht anders?
Und überhaupt, warum überhaupt du? Und man da steht und sich fragt, sorry, ich mach das unbezahlt, ich will doch gar nicht irgendwas Böses. Oder man verteidigt Entscheidungen, die an anderer Stelle passieren. Also das Forum läuft auf einer Uraltversion von BBPress, 1. irgendwas. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, warum ist das nicht längst schon mal aktualisiert worden? Ich kann es nicht aktualisieren, ich habe keinen Zugriff auf diese Server, ich kann das nicht machen, aber ich bekomme von anderen Leuten diese Frage. Und jetzt kann man sagen, ja, eine Frage ist, ist doch nur eine Frage. Dann sag doch halt, wie es ist, dass du da nicht für zuständig bist. Und im Prinzip kann man, würde ich das auch genauso bestätigen. Ja, klar, ist ja nur eine Frage. Aber wenn man stundenlang arbeitet für, wenn man zum Beispiel Tausende von Strings durchackern soll, wenn man nebenher noch Fragen beantwortet, wo die Leute irgendwie für die Erstellung der Frage anscheinend ungefähr 30 Sekunden sich Zeit genommen haben und ich soll ihnen eine Stunde Arbeitszeit schenken, das ihr Problem jetzt zu lösen, dann fragt man sich nach so viel Zeit und so viel Frustration manchmal eben, warum muss ich mir dann auch noch diese Frage stellen lassen? Und dann ist einfach dieser Geduldsfaden irgendwann auch mal erreicht. Und genau, das ist ein bisschen kaputt gegangen. Das ist zum Beispiel so ein Problem, das unglaublich frustrieren kann. Sind die aktuellen Zahlen im Übersetzungssystem. Also wir sehen hier die Projekte 4.3, 4.2, Development ist also 4.4, Rosetta sind die internationalen WordPress.org Webseiten, also zum Beispiel de.wordpress.org und so weiter sind die Projekte aufgeführt. Hier sind die Prozentzahlen, wie weit es übersetzt ist. Bis auf 4.4 ist alles auf 100%. Das in diesem wunderbaren Rot, das sind die Waiting Strings für alle offenen Themes und Plugins. Falls ihr es noch nicht wisst, die Themes wurden ja vor einiger Zeit komplett in das Übersetzungssystem eingebaut, also alle Themes, die in dem WordPress.org Theme-Verzeichnis sind, und genauso machen sie es gerade mit den Plugins. Das sind 8.558 Strings. 8.558 Strings, die im Gegensatz zu den Übersetzungen im Core, was so eine Handvoll Leute macht und auch stetig im Austausch ist und diskutiert, was Bego ist ja auch ein Teil dieser Gruppe, was wir, wie ich finde, ganz großartig gemeinschaftlich übersetzen, wo wir uns die harten Nüsse vornehmen und den besten Weg finden. Das sind Übersetzungen, die zum Teil von Leuten sind, die einfach Nutzer dieses Plugins sind. Das heißt, Leute, die nicht wissen, dass es Glossare gibt, dass wir uns auf bestimmte Dinge geeinigt haben. Das heißt, ich habe eine Übersetzung von 200, 300 Strings und so einem Theme und da ist überall Post nicht mit Beitrag, sondern mit Post übersetzt. Und dann habe ich jetzt die Wahl. Rejecte ich die alle und ziehe mir den Zorn dieses Users zu, der mir den wahrscheinlich nicht direkt geben kann, weil er nicht weiß, dass ich das freischalte oder rejected habe. Ich kann ihm nämlich auch kein Feedback hinterlassen, weil GlotPress, das Übersetzungstool, leider kein Feedback keine Feedback-Möglichkeit hat. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, jetzt also diesen User anonym zu verärgern oder ich nehme mir die Zeit, die 300 Strings jetzt selber per Hand manuell zu korrigieren. Das ist das Problem, das wir gerade haben durch diesen immensen Zugriff. Das sind 40.000 Plugins im Repo, im Plugin-Verzeichnis und die kommen alle gerade in das Übersetzungssystem. Und das stellt uns vor eine unglaubliche Herausforderung. Und ein zusätzlicher Haken dabei ist, diese Translation Packs, die das dann generiert, die greifen erst, wenn sie zu 100% übersetzt sind. Das heißt, selbst wenn ich von diesen 300 Strings für dieses besagte Theme zum Beispiel, also das ist beispielhaft, wenn ich 99% davon freischalte, dann nützt das niemandem etwas, weil diese Übersetzung nicht genutzt werden würde. Das Translation Pack würde nicht erstellt werden. Genau, das kann auch sein, dass irgendwie, wenn die Textdomain, also der Call-Load-Plugin-Textdomain irgendwie nicht ist, dann greift es auch nicht. Genau. Ja? Okay, also wir reden jetzt im Moment über Übersetzung ins Deutsche. Ja. Und ihr meint, der Anspruch, wo kommt der plötzlich her, dass plötzlich alle Plugins übersetzt werden müssen?
weil bis jetzt ja kaum Plugin was es ist. Und es kann ja auch kaum eure Aufgabe sein, dass ihr Plugins übersetzt, die alles andere Leute verbrochen haben. Die teilweise auch noch sehr fragwürdige Qualität haben, schon als Plugin. Genau, der Anspruch, um das abzukürzen, der Anspruch ist nicht zwangsweise da, aber es gibt halt nur eine Handvoll Menschen, genau genommen, ich glaube, aktiv, die das machen, drei, die diese Strings freischalten können, also die Rechte dazu haben. Und dieses Problem, die Übersetzer, da gibt es, also da sind ja mehr da, die Frage ist halt, wie ist die Qualität der Übersetzung? Und die es freischalten können, also die Rechte dazu haben als Benutzer, das sind eben halt nur diese Handvoll. Der Anspruch, wir sind nicht dazu gezwungen, das zu machen, aber die Leute fragen nach. Es ist ein Link auf jeder Plugin-Seite schon eingebaut worden. Witzigerweise ist das in dem Template angelegt. Das heißt, der Importprozess ist noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, es gibt Plugins, die sind noch gar nicht bei GlotPress angekommen, aber der Link zu dem Projekt ist schon da. Das heißt, bei dem verbleibenden, keine Ahnung wie viel Prozent, die jetzt noch nicht importiert sind, ist gerade ein fehlerhafter Link auf der Plugin-Seite. Und die Leute kommen natürlich in die Foren, womit wir wieder bei einem anderen Problem von mir sind, weil sie dann da aufschlagen und fragen, ja, warum habe ich denn hier einen toten Link auf meiner Plugin-Seite und dergleichen. Und warum ist sind meine Strings nicht freigeschaltet? Ja? Keine Ahnung. Ich glaube ja, aber das ist etwas, was er geflissentlich ausblendet, glaube ich. Also die Dinge sind im Polyglots-Channel und oder Meta auf jeden Fall angesprochen worden. Es ist ja genau, ich habe noch ein bisschen was vor mir, insofern als Vorbemerkung vielleicht, das wird jetzt ein bisschen rough, weil ich, also wenn ich das noch alles erzählen will, was ich hier auf meinen Slides habe. Ich bin aber morgen beim Contributor Day dabei und ich bin auch danach bei der Afterparty oder jetzt hier noch ansprechbar. Ich will jetzt auch nicht zu sehr irgendwie Ranting Thorsten werden. Ich mache einfach mal ein bisschen weiter und frage dann sonst gerne dann danach, oder auf der Afterparty oder morgen. Irgendwie ist die Batterie alle. So. Warum ist Support wichtig? Support, mein erstes Thema. Foren-Support. Ich mache das seit mehreren Jahren inzwischen. Genau genommen, also bei dewordpress.org mache ich das seit dem WordCamp Europe in Leiden. Und eine wichtige, witzige Anekdote, wenn man bei Automattic anfängt. Automattic, die Firma hinter WordPress.com, die Firma von Matt Malenweg, da gibt es die Devise: When you join full-time, regardless of your position, you'll do customer support for WordPress.com for the first 3 weeks. Also, ersten 3 Wochen wirst du im Support Fragen beantworten. Warum? Weil diese frühe Verbindung mit den Leuten unersetzbar ist. Man wird also wirklich auf die Leute losgelassen, die End-User des Produktes sind und ist konfrontiert mit Fragen, die man als Entwickler vielleicht nicht mehr auf der Rechnung hat, weil End-User wirklich auf sehr merkwürdige Fragen manchmal kommen. Dazu komme ich später noch. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, was hat es mir gebracht? Oder andersrum gefragt, was bringt es euch? Und das ist wirklich eine ganz grundlegende Entscheidung, die ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe und auch sehr hart gelernt habe. Es ist entscheidend, dass es dir etwas gibt. Euch. Wenn ihr das nur tut, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, dann wird niemand langfristig das machen. Es ist unglaublich demotivierend, es ist unglaublich frustrierend und irgendwann hat man keine Lust mehr, weil es werden immer die gleichen Fragen gestellt, es werden unglaublich viele Konzepte einfach grundsätzlich nicht verstanden. Also wenn jemand fragt, wo ist die Echse, nachdem er WordPress runtergeladen hat, dann muss man sehr tief anfangen. Und kann ich das leisten, jemand in einem Forum, das Grundverständnis, was ist FTP? Wenn man sagt, ich habe da jetzt irgendwas hochgeladen und jetzt soll ich irgendwie irgendwas mit einer Datenbank, da soll ich irgendwelche Sachen eingeben. Und du stehst da, ja, Grundverständnis, also
da hat jemand halt etwas prinzipiell nicht verstanden. Da muss man sehr viel erklären. Und dankenswerterweise machen das viele im Forum. Bego, vielen Dank nochmal, dass du da auch solche Leute, dir die Mühe gibst, auch solche Leute eben ins Boot zu holen und denen das zu erklären. Und das ist extrem wichtig, weil wir sind nun mal im Mainstream angekommen. Wir haben ganz viele Anfänger, aber es kann eben unglaublich anstrengend sein, wenn man mal einen schlechten Tag hat, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und dann jemand mit so einer Frage kommt, dann kann einem auch schon mal irgendwie die Geduld ausgehen. Und dann ist die ganz wichtig, das ist der Punkt Zeitmanagement bzw. generell Management mit deinen eigenen Ressourcen, doch deinen psychischen Ressourcen, lerne Nein zu sagen. Und das ist mit Abstand die wichtigste Lektion, die ich euch nach diesen 10 Jahren Arbeit in Foren geben kann, ist auch mal zurücktreten, auch mal Pause machen oder einen Thread unbeantwortet lassen. Wir müssen nicht jedes Problem lösen. Es gibt einen schönen XKCD-Comic, wo die Frau rüberruft, komm ins Bett, Schatz, und er antwortet, nein, sorry, someone is wrong on the Internet. Wir können nicht jedes Missverständnis aufklären. Wir können nicht jede Frage abschließend beantworten zu jeder Zufriedenheit. Lernen, Nein zu sagen, ist wirklich die wichtigste Lektion. Und gerade wenn es um Community-Arbeit geht, wenn jemand gute Arbeit macht, bekommt er mehr Arbeit. Und das gilt eben auch für unbezahlte Community-Arbeit. Das heißt, wenn jemand einen guten Job macht bei etwas, dann wird man merken, oh, der macht einen guten Job, ich gebe ihm noch mehr Arbeit, weil er das gut macht. Nur haben wir alle auch irgendwie unsere Miete zu zahlen, unsere Brötchen zu zahlen. Und wir haben auch mit unserer, nicht nur mit dieser Geldressource, sondern wir haben auch mit unserer psychischen Ressource, mit unserer Motivation zu haushalten. Und deshalb, lerne Nein zu sagen. Was man aber überhaupt lernen kann in der Forenarbeit, und jetzt versuche ich es wieder positiv zu formulieren, eben Geduld. Es trainiert natürlich auch, solche Fragen zu bekommen. Das ist zum Beispiel 1:1, das ist eine Originalfrage aus dem Forum. Der Titel ist, Anfänger braucht dringend Hilfe, schreiend, in Großbuchstaben. Hallo zusammen, brauche dringend Hilfe, habe mit einem FTP-Server verschiedene Plugins hochgeladen, finde sie nun aber nicht im Dashboard. Und man fragt sich, warum überhaupt? Und warum findest du es nicht? Warum überhaupt dringend? Warum die Zeitnot? Und warum schreibst du nicht in deinem Titel, Plugins tauchen nicht im Dashboard auf, was eine Beschreibung des Problems wäre, und nicht Anfänger braucht dringend Hilfe, wo ich erstmal draufklicken muss, um zu verstehen, was ist denn seine Frage? Wenn ich vorher gewusst hätte, was er will, hätte ich vielleicht gesehen, kann ich ohnehin nicht beantworten, oder oh ja, das ist eine einfache Frage, beantworte ich gerne, klicke ich mal drauf. Das sind so typische Fragen, mit denen man konfrontiert wird. Mein Lieblingsbeispiel, Link hinzufügen geht nicht mehr. In diesem Text, den ihr euch durchlesen könnt, nicht müsst, beschreibt er, wie er einen Link hinzufügt. Indem er auf Dateien hinzufügen geht, dann sagt von URL, dann hier den Link eingibt mit Linktext und dann geht er auf In Beitrag einfügen. Als ich ihm gesagt habe, du könntest doch auch einfach auf dieses Kettensymbol klicken, kam diese Antwort. Wenn du mir helfen möchtest, schau dir doch wenigstens mal meinen Weg an, anstatt auf Wege zu verweisen, die es auch gibt, aber die von meinem Problem wegführen. Und man fragt sich, what the fuck? Du sparst einen Klick und du hast die gleichen Elemente, du hast sogar noch einen mehr, du kannst nämlich noch anklicken, dass es im neuen Fenster oder Tab geöffnet werden soll. Wo zur Hölle habe ich dir nicht geholfen? Ich habe dir doch genau das, was du wolltest, quasi, das Problem ist doch gelöst. Ich verstehe es nicht. Und ihm zu erklären, dass das eine Zweckentfremdung eines Tools ist, das gedacht ist, um Dateien eben einzubauen, steht hier auch auf dem Button, das hat er nicht verstanden. Und eigentlich war es ja dafür gedacht, zum Beispiel Videos einzubinden, weil dann greift über den Weg die Erkennung des Videos und dann würde zum Beispiel das Video, Media-Element geladen werden. Ja, genau. Das ist, aber das sind typische Fragen. Weshalb, da lernt man Geduld. Und
man lernt den Blick über den Tellerrand. Es gibt Leute, die sind noch auf Windows XP oder Windows Vista. Da kommen sie nur bis zum IE8 oder zum IE9. Wer noch auf einem PowerPC Mac ist, der kommt nur bis Firefox 3.6. Leopard ist Firefox 15 die letzte Version. Wir gehen immer davon aus, dass die Leute so ticken wie wir. Wir wollen immer die neueste Software, das neueste Betriebssystem. Wir updaten sofort. Wir wollen die Lücke schließen, up-to-date sein, etc. Aber die Kunden machen das nicht. Und das ist real da draußen. Wenn ich denke, ich habe in der letzten Version von Firefox, habe ich es doch getestet. Und er sagt mir, ich auch, aber bei mir ist der Fehler. Ja, aber was ist seine letzte Firefox-Version? Die ist vielleicht 15 oder 3.6. Und deshalb sehe ich den Fehler nicht und er sieht ihn. Und das sind so Sachen, die man lernt, wenn man im Forum arbeitet. Spezialfälle, auf die man selber nicht kommen würde. Wer weiß, wie viele Menüpunkte man maximal in ein WordPress-Menü packen kann? Warum sollte man das überhaupt ausprobieren? Oder welche Logik steckt dahinter, 120 oder 90 Menüpunkte zu haben? Gibt es meistens bessere Wege. Aber das ist so ein schräges Problem, auf das ich gestoßen bin über eine Forumfrage. Ab PHP 5.3.9 gibt es diese Variable Max Post Vars und die liest eben hier dieses Post und das hat ein Limit, das aus Sicherheitsgründen quasi hinten es abschneidet. Aber erst seit PHP 5.3.9. Wenn wir uns vorstellen, in der Historie gab es mal PHP 5.2 auf dem Server, jemand hat 120 Menüpunkte hinzugefügt, jetzt wird das PHP auf 5.3.9 abgedatet. Nichts passiert, alles bleibt, alles gut. Und jetzt speichert er das Menü. Und plötzlich fehlen ihm die letzten 30 Menüpunkte. Und er fragt sich, warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, was ist passiert? Die Variable ist zu klein. Hinten wird sie abgeschnitten. Bei 1000 liegt der Wert dann ungefähr bei 90 Menüpunkten. Und die Leute landen im Forum und fragen sich, was denn hier passiert? WordPress-Problem. So. Und dann erklärt man ihnen, wo es eigentlich dran liegt und dass der Hoster eben diesen Wert erhöhen muss. Das ist aber ein Problem, auf das ich nie und nimmer selber gekommen wäre. Warum auch? Genauso das nächste, das schon häufiger problematisch ist, gerade für Leute, die sich mit 1 und 1 beschäftigen. Der Hoster hat in Tarifen nur 32 Megabyte Speicher und von diesem 32 Megabyte Memory Limit geht dann auch noch PHP selbst ab. Das heißt, wir haben ungefähr 27 Megabyte oder so zur Verfügung. Und davon verbraucht WordPress 10, 20. So. Und jetzt wollen wir ein HD-Bild hochladen. Und wir haben pro Bildpunkt RGBA, also Rot-Grün-Blau-Alpha-Kanal, haben wir also 4 Byte, haben also pro Pixel 4 Byte plus noch ein Overhead für die Metadaten, landen wir also bei einem HD-Bild bei 14 bis 17 Megabyte. Das muss man nur noch ein bisschen addieren können. WordPress 20 Megabyte, 14 plus, bis 17 ergibt also 34 bis 37. Bei 32 Megabyte Memory Limit ist man also damit drüber und kriegt einen Upload-Error, wenn man das Bild hochladen will. Und das taucht unglaublich häufig im Forum auf. Und die Leute sind natürlich auch erstmal beratungsresistent. Noch schlimmer, die Leute bei 1 und 1 im Support unglaublich schlecht geschult, dass die dann anfangen, irgendwelche komischen Antworten zu geben. Nein, das mit Memory Limit hat das nichts zu tun. Du musst das Bild vorher kleinrechnen auf 600 Pixel Breite und denkst dir, ja, und warum? Weil das dann weniger Speicher verbraucht? Dann hat es vielleicht doch mit dem Memory Limit zu tun. Du. Man setze hier einen Fluch ein. Marketing wäre es doch, wenn sie den teureren Tarif buchen würden, aber die versuchen zu helfen und können es nicht. Das ist, finde ich, noch viel schlimmer. So, was man lernt im Forum, weil die Leute immer wieder die gleichen Fragen stellen. Ich habe eine weiße Seite, was mache ich? Ja, typisches Vorgehen, hast du ein Backup, spielst zurück. Hast du eine Testumgebung, dann prüf die Sachen vorher in deiner Testumgebung, in deinem Klon. Gut, du hast ein Problem, Plugins deaktivieren, kann ich nicht, kann mich nicht ins Dashboard einloggen. Ja, dann Ordner umbenennen, damit deaktivierst du alles. Standard-Theme aktivieren, auf dem gleichen Weg, wenn der Theme-Ordner umbenannt wird, aber eines der Standard-Themes benutzt wird, springt das auf das Standard-Theme um. Debug
Modus aktivieren, um sich den Fehler anzugucken, der eigentlich dafür sorgt. Ich habe nur ein Live-System, dann schreib es in eine Logdatei. Irgendwelche Komponenten werden nicht geladen oder beim JavaScript ist irgendwas durcheinander, findest du in einer Browser-Fehlerkonsole. Ich werde irgendwann mal dafür ein Formular bauen, dass man, wo man sich durchklicken kann oder so ein Flowchart oder so, weil das ist, glaube ich, die häufigste Antwort, die wir im Forum geben. Immer wieder diese Punkte. Wie deaktiviere ich das, wenn ich keinen Zugang mehr zum Backend habe und so weiter. Und das ist, essentiell für die Forenhilfe. Jetzt haben wir so viele negative Punkte gehabt, aber man kriegt auch Dankbarkeit. Ich habe zum Beispiel diese E-Mail bekommen. Einfach nur so, ohne irgendwas weiter. Es war einfach nur diese Mail. Hallo, ich wollte dir Danke sagen. Dein Beitrag im Forum hat mir geholfen. Mehr nicht. Einfach ein Danke. Sehr selten, aber gibt es auch. Ich habe auch schon mal eine CD bekommen. Ich habe jemandem geholfen, der einen etwas trickreichen Chrome-Bug hatte, den ich ihm gelöst habe. Und dann sagt er, hey, vielen Dank. Willst du die CD von unserer Band haben? Also es ging um die Band-Webseite. Und weil sie mir dann so nett waren, die CD zuzuschicken, einfach so, dachte ich mir, mache ich ein bisschen Werbung für sie. Also, moi et les autres, französischer Chanson, wer da Spaß dran hat. Fand ich schön. Man lernt hell sehen. Zwangsläufig, wahrscheinlich ist es eine Grundbedingung, um in dem Foren-Support zu arbeiten, ist hell sehen. Das ist eine original 1:1 Frage aus dem Forum. Weiß jemand, wie man die Breite der Textboxen anpassen kann? Ja, und man denkt sich, ja, klar, ja. Ja, ja wäre eine schöne Antwort. Ja, das weiß bestimmt jemand. Häufig reagieren die Leute eher ungehalten, wenn man tatsächlich mal so antwortet. Aber ich weiß halt nicht, welche Textbox, wo, in welchem Kontext, was hast du noch installiert, und so weiter. Das ist eigentlich unbeantwortbar, ohne Rückfragen. Und Rückfragen binden Zeit. Ich bin also, ich muss jetzt Zeit investieren, die der Fragesteller eigentlich hätte investieren müssen für eine vernünftige Frage. Wenn er die Frage vernünftig gestellt hätte, hätte ich sie in 30 Sekunden beantworten können. Ich habe mich aber jetzt wie eine Stunde oder zwei damit beschäftigt, ihm Rückfragen zu stellen, bis ich irgendwann feststelle, ach so, es handelt sich um nicht um WordPress, sondern irgendein Plugin, aber er dachte, es wäre WordPress. Und bis man das auseinandergesiebt hat, ist so viel Zeit vergangen und so viel Zeit gebunden. Und das ist anstrengend. Dabei sind die Fragen völlig klar. Wann tritt es wo auf, wie? Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, was ist der Wortlaut? Ist das Ganze reproduzierbar? Wie? Was hast du vielleicht vorgetan? Hast du vorgeupdatet? Hast du vor ein Plugin installiert? In welcher Umgebung findet das statt? Welche PHP-Version hast du? Welche Plugins sind installiert? Welches Theme ist installiert? Hast du einen Link, dass du uns einen Link zum Problem, den du uns geben kannst? So, und jetzt war ja die ursprüngliche Session angekündigt mit den Worten, wie ich ein Entwickler geworden bin. Und jetzt fragt man sich vielleicht, ja, was hat das alles mit Entwickler werden zu tun? Die typischen Infos, die in einem Track-Ticket zum Beispiel gegeben werden sollten, sind genau das. Wenn ich einen Bug im Track melde, also für den WordPress Core, dann werden das genau die Rückfragen sein, die kommen. Und die finden das nicht so witzig, wenn ich diese Sachen auslasse und sie sich das irgendwie mühsam rauspulen müssen. Im Zweifelsfall habe ich dann nichts von meinem Track-Ticket, weil das niemanden interessiert, weil es niemand versteht. Also man lernt, ein vernünftiges Bug-Ticket zu erstellen. Dadurch, dass man sehr viele negative Beispiele bekommt. Der Blick über den Tellerrand. Jetzt sind wir beim Thema Übersetzung. Das ist Lokalisierung und Internationalisierung. Das ist ein Unterschied. Also der Unterschied zwischen reinem Übersetzen und Anpassen an eine Kultur. Das ist die Ninjaforms, der Ninjaforms Banner für Englisch, beziehungsweise, ja, doch Englisch. Das ist dafür Hebräisch. Ja. Jetzt ist das ist innerhalb quasi an demselben Tag, an dem Rami das gepostet hat, ist das korrigiert worden. Das ist aber ein schönes Beispiel für, wir müssen über den Tellerrand gucken. Also was sind denn andere Anforderungen in anderen Sprachen? Es gab mal die Überlegung, wir könnten doch
wenn das WordPress auf Deutsch, was in der Schweiz gesprochen wird, oder Deutsch, was in Österreich gesprochen wird, oder Deutsch, was in Liechtenstein gesprochen wird, eingestellt ist, dann könnten wir doch, falls ein Plugin auf Deutsch übersetzt ist, aber nicht auf Deutsch-Schweiz, dann könnten wir doch auf ein Fallback auf Deutsch machen. Und wir haben gesagt, ja super, finden wir trotzdem eine gute Idee. Aber überlegt euch mal, für unseren Fall mag das noch unproblematisch sein, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Sprachvariante ein Land ist, das sich vor 6 Monaten unabhängig gemacht hat, in einem brutalen, blutigen Bürgerkrieg, und sie diese Sprache als Fanal der Separation, der Freiheit irgendwie sehen. Und dann sage ich, komm, wenn die Sprache nicht da ist, dann machen wir ein Fallback auf eure Unterdrücker. Das funktioniert nicht. Also wir haben ein echtes Problem, dass Sprachen nun mal unglaublich kulturbildend sind und das problematisch ist. Und das, ja, das ist der Blick über den Tellerrand, den man eben in den Diskussionen bei Sprache eben auch mitkriegt. Und weil wieder die Frage war, wie ich ein besserer oder überhaupt ein Entwickler geworden bin, die Themenfelder, die man so bei Übersetzungen streift, ist, mein allererster Kontakt war, glaube ich, ich habe eine Übersetzung machen wollen, dann stehen da irgendwelche komischen, kryptischen Buchstaben und das soll irgendwas mit Datum zu tun haben, und ich wurde auf eine php.net-Seite verwiesen, wo das mit Datum erklärt wird. Das war mein erster Kontakt mit PHP. Also habe ich gelernt, wie formatiere ich ein Datum mit PHP. So, Stoppwörter. Keine Ahnung, was sind Stoppwörter? Stoppwörter sind Wörter, die ignoriert werden in einer Volltextsuche, also sowas wie off, the, an, also alles die Wörter, die jetzt nicht so richtig für eine Suche geeignet sind, aber die man trotzdem vielleicht eingibt. Das kann ich ja nicht einfach übersetzen. Das bringt ja keinen Sinn. Also ich muss gucken, was sind die Stoppwörter, also die zu ignorierenden Wörter bei einer Volltextsuche in der deutschen Sprache. Also habe ich mich mit Stoppwörtern beschäftigt und was das bedeutet. Typografie, in der Übersetzung haben wir typischerweise die Anführungszeichen, so wie sie im Amerikanischen gemacht werden, also entsprechend geschwungen, oben und oben. Typografisch korrekt ist aber, dass der Schwung andersrum ist, unten, und der öffnende im Amerikanischen ist der schließende im Deutschen. So, jetzt muss ich aber quasi faktisch falsch übersetzen, weil ich ja diese Werte ändere. Und das muss ich allen Übersetzern, die ich ja nicht erreiche, wir haben ja keine Feedback-Funktion, erzählen, dass sie das bitte so übersetzen, also wissentlich falsch, damit es der deutschen Typografie entspricht. Also muss ich auch etwas über Typografie lernen. Schriften kann man in Themes gelegentlich an- und ausschalten über on-off. Also man übersetzt dann nicht on-off, sondern man schreibt einfach on-off rein, um diese Schriften auszuschalten, weil zum Beispiel Umlaute nicht enthalten sind oder ein SZ nicht enthalten ist, damit sie dann im Theme nicht benutzt werden. Und das sind alles so Punkte. Es gibt noch mehr Punkte, für die wir jetzt keine Zeit mehr haben, aber falls jemand Entwickler ist und wissen will, wie man Übersetzungen besser wird, ich glaube, Dennis hat vorhin einen Lightning Talk dazu gehalten, das hier ist total großartig. Wer Entwickler ist und mehr über Übersetzungsfunktionen von WordPress lernen möchte, das ist ein großartiger Test. Das sind 8 Fragen von Alexander Kirk aus Österreich, ein Mitarbeiter bei Automatic. Ja, genau. Also ich habe erstaunlich gut abgeschnitten, aber gestandene Entwickler haben auch unglaublich schlecht abgeschnitten. Insofern, das ist etwas, was ich wirklich Entwicklern, die mehr über Übersetzungsfunktionen lernen möchten, echt empfehlen kann, diesen Test mal zu machen. Da kann man eine Menge draus mitnehmen. So, weiß, dass ich gleich ein bisschen überziehe. Infos aus erster Hand, ganz wichtiger Punkt für die Community. Wir sind, warum mache ich das? Ich bin, damit ich quasi die Informationen mitkriege, bin ich in den englischen Slack-Channels und ich bin in den deutschen Slack-Channels. Und eine Funktion, die ich wahrnehme, nicht weil ich sie mir jemand gegeben hat, sondern weil ich glaube, sie so ausfüllen zu sollen oder sich für sinnvoll halte, ist, dass ich eben in diesen Slack-Channels, in den englischen Entscheidungen direkt mitkriege, also aus erster Hand mitkriege. Ich kann sie gegebenenfalls beeinflussen. Ich bekomme sie eben, bevor sie größtenteils öffentlich verkündet werden. Und ich kann diese Informationen in die lokale, also in unserem Fall in die deutsche Community tragen.
und gegebenenfalls erklären und verteidigen. Und das ist ein unglaublich frustrierender Job eben, weil man die Kritik aus den eigenen Reihen bekommt, obwohl man nicht an der Entscheidung ursächlich quasi beteiligt ist. Und das ist aber etwas, was meines Erachtens notwendig ist, solche Leute zu haben, die eben diese Communities zu connecten. So, das würde ich gerne einfach nur wissen. Wer weiß, was die Masterlist ist und wer weiß, was ein Oh my God, what the fuck Barbecue Post ist. Einmal melden, wer das kennt. Okay. Es ist dasselbe und es ist der Post, der gemacht wird, wenn eine neue WordPress-Version released wird, in der werden alle bekannten Probleme gesammelt. Also Plugins, die nicht kompatibel sind, Probleme, die auftauchen könnten mit der 4.2, wo war es? Shared Terms, das war zum Beispiel dann so bekannte Probleme, Plugins, die kaputt gehen, die werden da gesammelt. Wie ich finde, ein Must-Read für jeden, der WordPress nutzt, aber anscheinend etwas, was nicht wirklich bekannt ist. So, ich freue mich, mit euch darüber zu diskutieren. Ich will hoffentlich nicht, habe ich nicht die Motivation euch genommen, trotzdem sowas zu machen, mitzuhelfen, und ich hoffe, euch alle morgen beim Contributor Day zu sehen und mit mir zu diskutieren, wie wir das besser machen können und mehr Leute motivieren können, und ich hoffe und baue darauf, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Fragen? Haben wir noch Zeit für Fragen? Wahrscheinlich nicht. Also wir haben jetzt in 8 Minuten würden die Abschlussveranstaltung, also ansonsten, ich bin ja genau morgen da, sonst auf der Afterparty hier. Falls jetzt noch irgendwie Fragen sind, das gebe ich zurück. Du hast den Job vor mir gemacht. Also genau, also die Texte sind da und sie sind auch jetzt noch, also werden jetzt ausgebaut und so, aber es gibt so Dinge, die einfach ignoriert werden. Also ich habe über meinem Kontaktformular stehen keine Support-Anfragen per Kontaktformular und bekomme immer wieder Anfragen, wo ich denke, das steht in Rot über dem Kontaktformular. Wie hast du es geschafft, das zu übersehen? Aber die Leute schaffen es. Auch Sticky-Beiträge, FAQs werden ignoriert, wo man sich denken könnte, ja, jetzt habe ich 5 Minuten gebraucht, um dir das zu beantworten, den Link zu geben, den du selber innerhalb von 30 Sekunden hättest finden können. Manchmal sind es auch Dinge, die man versteht, wenn man die Hintergründe kennt. Also Leute, wo man sagt, hier, das steht doch im Codex, warum hast du, also kannst du doch googeln und finden. Und dann merkt man, ach so, derjenige, der fragt, ist 65, macht das in seinem Volkshochschulkurs Einsteiger WordPress, weil ihm langweilig ist in seinem Seniorendasein und spricht kein Wort Englisch. Wenn ich dem auf den Codex schicke, ist das ja ganz schön und gut, aber da versteht er leider nichts. Also manchmal gibt es Gründe, die auch nicht offen ausgesprochen werden, wo man dann eben guckt, so, wo ist das eigentliche Missverständnis und so. Der Codex ist nicht übersetzt. Es gibt einzelne Seiten, die übersetzt sind. Das Problem im Codex ist, dass es letzten Endes ein Media-Wiki ist, also so wie die Wikipedia, ein Wiki, und die Möglichkeit, da sich das Wiki ja ständig ändern kann, hat man mit jeder Sprache quasi dann ja 2 Beiträge zu aktualisieren, die womöglich dann auch auseinanderdriften können. Das ist sehr schwer zu handeln, quasi, dass da immer in allen Sprachen die richtige Information steht. Also es sind nur ausgewählte Artikel, die sehr häufig genutzt werden, die man dann auf Deutsch übersetzt hat. Das ist der nächste Punkt, dass es überlegt wird, das Ganze
anders zu organisieren, mit WordPress zu organisieren und dieses MediaWiki rauszuschmeißen. Und der erste Punkt ist, dass die ganze Entwickler-Doku ausgelagert wurde auf eine eigene Seite und die Tutorials werden dann wiederum auf eine eigene Seite kommen. Genau. Ja. Genau. Kasper? Habe ich dich richtig verstanden, dass du einen Zusammenhang genannt oder angedeutet hast, den du siehst zwischen in Support, zwischen der eigenen Haltung als supportende Person und dem hätten Erfolg des Support-Topics, also dass es möglichst flauschig und unkompliziert zu einer Lösung kommt? Gibt es da einen Zusammenhang für dich? Das musst du mir nochmal erklären. Gibt es einen Zusammenhang für dich, wie du selber drauf bist, wenn du supportest und dem Outcome, den du erzeugst? Ja, definitiv. Dann die zweite Frage, das ist nämlich die eigentliche Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig findest du die innere Haltung dabei, deine eigene innere Haltung? Also, oder wie würdest du sie bewerten im Hinblick auf den Erfolg des Topics? Ja, das ist schwer zu sagen. Also das kommt drauf an, was das Problem ist. Also du kannst auch erfolgreich sein mit deiner mit der Beantwortung. Also in der Sache kannst du erfolgreich sein, aber trotzdem fandst du die Frage scheiße und er fand dich als Beantwortenden scheiße. Das kann sein. Die Definition von erfolgreiches Topic. User geht mit dem gelösten Problem zufrieden weg. Ja, das ist ja die Frage. Also mit gelösten Topic, würde ich sagen, hängt nicht unbedingt zufrieden weggehen, also hängt davon ab. Okay. Also du, wie gesagt, du kannst halt ein Problem erfolgreich lösen, aber trotzdem fand er dich doof, weil es irgendwie eben nicht flauschig war, nicht freundlich genug, oder du hast mir einfach nur einen Link dahin geschmissen, es hat zwar mein Problem gelöst, aber irgendwie hätte es auch mal netter irgendwie beschreiben können. Ich glaube, wenn es, also technisch kann man schon die Antworten geben, auch an einem schlechten Tag. Dann macht man das vielleicht kürzer, abgehackter oder so. Aber ich sag mal so, wenn ich besser drauf bin, nicht gerade Zeitdruck habe und nicht gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann schreibe ich auf jeden Fall netter, höflicher und freue mich auch mehr über Dinge und kann auch vielleicht schlechtere Fragen besser abfedern, bin geduldiger etc. Also ich glaube schon, dass das relevant ist. Ja. Danke für den Vortrag. Gerne. Dankeschön.